Ja, hallo Freunde und willkommen mal wieder. Heute nur ganz kurz gezeigt, wie ihr Programme in den Autostartordner von Windows hinzufügen könnt, ja, damit diese eben mit Windows mitstarten. Ja, also wenn Windows hochgefahren ist, dann starten diese Programme automatisch. Beziehungsweise geht es ja vielleicht eher darum, wo dieser Ordner zu finden ist. Ja, der ist ein bisschen versteckt und manche einer ist da irgendwie noch am Suchen. Was ich damit meine, ist genau dieser Ordner hier, ja, dieses ja, Start-up. Wenn wir hier irgendwelche Programme hinzufügen, die starten dann eben automatisch, ja, nachdem Windows hochgefahren ist. Und zwar, genau, das ist ein bisschen versteckt hier, wenn wir jetzt hier, das ist jetzt hier unser User-Verzeichnis hier. Und dieser Start-up-Ordner, den finden wir hier unter Up-Data. Ja, das ist normalerweise versteckt, dieser Ordner. Wenn wir jetzt nicht diese Option hier aktiviert haben, dass die ja, versteckte Ordner und Dateien angezeigt werden, dann sieht das so aus. Ja, denke ich. Genau, dann ist er weg. Ja, und ja, nicht zu finden auf dem ersten Blick jedenfalls. Wir müssen jetzt hier die Option aktivieren, ausgeblendete Dateien, Ordner, Laufwerke und so weiter anzeigen, übernehmen, okay, und schon ist er da und dann können wir jetzt uns hier durchklicken, beziehungsweise ein noch viel schnelleres Weg ist über Ausführen oder Windows R. Und wenn wir jetzt hier als Befehl ja, Shell Doppelpunkt Startup schreiben und dann Enter, dann ja, öffnet sich direkt der Ordner hier, der Startup Ordner. Und wenn wir jetzt hier, ich mache mal jetzt hier die beiden Programme hier zum Beispiel hier hinzufügen, ja, ich habe jetzt mit einfach Copy and Paste und schließen, wenn wir Windows jetzt einmal neu starten, dann sollten diese Programme dann, nachdem Windows gestartet ist, automatisch starten. Ja, wir warten jetzt noch mal kurz. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht sehr lange. Genau. Okay. Zack, da ist er schon. Und wir melden uns jetzt an. Jetzt fährt Windows hoch, ja, das wird geladen und wenn das jetzt, ja, wenn Windows jetzt geladen ist, gestartet, wenn wir jetzt irgendwie alles richtig gemacht haben, dann sollten jetzt die beiden Programme hier starten. Das dauert vielleicht ein paar Sekunden, bis die Prozesse jetzt im Hintergrund geladen. Genau, das ist jetzt hier, genau, das sind jetzt die beiden Programme, die ich vorhin dorthin zugefügt habe, die sind jetzt ja, gestartet. Zack. Ja, genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ja, und bis zum nächsten Mal.